Sheva, do you know where the mines are? Past the station. Not too far from here. Follow me. Okay, nach diesem aufschlussreichen Gespräch würde ich sagen, wir müssen zum Bahnhof. Stimmt's? Geh aus der Tür raus und du bist beim Bahnhof. Warte, ich lese mal eben hier. Oh, das Text. Typ 2 Plagas. Wie bereits aus älteren Unterlagen ersichtlich, wurde der ursprüngliche Las Plagas-Parasit in einer abgeschiedenen Gegend Europas entdeckt. Nach seiner Reifung in einem Wirt übernimmt er dessen Willen und Bewusstsein, wodurch der Wirt höchst anfällig für Manipulation von außen wird. Dies bedeutet, dass man gehorsame Subjekte schaffen kann, die allen Anweisungen nachkommen, ohne sie zu hinterfragen. Diese Möglichkeit bot großes kommerzielles Potenzial, sodass Las Plagas schon bald großes Interesse erregte. Das Problem bei der, meine Güte, ist das viel, bei der Kommerzialisierung bestand in der zeitlichen Verzögerung zwischen der Infizierung und dem Zeitpunkt, an dem der Wirt steuerbar wird. Der Zeitraum, der zwischen der Verabreichung von Las Plagas als Ei und dessen Reifung und Übernahme des zentralen Nervensystems lag, war zu lang. Der Reifezyklus von Las Plagas ist relativ kurz, aber die potenziellen Kunden wünschten zweckdienliche Ergebnisse. Mit Blick auf diese Wünsche werden Verbesserungen an Las Plagas vorgenommen. Das Ergebnis waren die Typ 2 Plagas. Diese unterscheiden sich von ihrem Vorgänger dadurch, dass sie im ausgereiften Zustand verabreicht werden und der Wirt fast sofort steuerbar wird. Ist Typ 2 wird oral verabreicht, also dem Wirt in den Mund eingeführt. Diese Methode ist zwar etwas rau, aber sehr effektiv. Nach der Verabreichung zerfleischt der Parasit die Speiseröhre und bewegt sich zunächst zum verlängerten Rückenmark, dann zum Hirn und schließlich zum Rückenmark selbst. Sobald er das zentrale Nervensystem übernommen hat, kann der Wirt gesteuert werden. Meine Herren, in einer Laborumgebung konnten wir die komplette Kontrolle eines Wirts innerhalb von 10 Sekunden nach der Verabreichung nachweisen. Abgesehen von der verkürzten Infektionszeit weist Typ 2 alle Merkmale des ursprünglichen Las Plagas auf und ist somit außerordentlich geeignet für die Kommerzialisierung. Nun steht lediglich das Sammeln von Felddaten aus der Kijuju Autonomous Zone aus. Es folgt eine Liste mit 3 Schlüsselexperimenten zur Bewertung von Typ 2. Das ist jetzt noch viel. Ich mag nicht mehr lesen. Also wer jetzt mag, ich drücke das jetzt alles ab und zu weg, also weiter, und dann könnt ihr auf Pause drücken und das lesen. Ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt wieder in Resident Evil 4. Ja, ne? Mhm, so ein bisschen. Aber wir wissen ja wirklich, dass der ursprüngliche Virus sehr lange braucht, bis er mal wirkt. Ja, haben wir beim Viren gemerkt. Ja. Den würde selbst ich nicht mehr haben wollen, wenn das Viech aus ihm rauswächst. Ja. Also ich bin da ja echt, ne? Aber man kann es auch übertreiben. So, wo bist du? Du bist schon wieder so weit weg. Da zieh mal die Sniper und guck mal da hoch auf diesen Mast. Da ist irgendwo so ein blaues Ding. Links. Ja, ich hab's gemerkt. Wo? Was für ein Mast? Diesen Strommast? Ja, da ist ein blauer, da ist ein Emblem. Ah, ich seh's. Da war ein Emblem. Ja, da war ein Emblem. So, Schrotgewehr bitte. Okay. Ja. Wie bei deinem Falsch über den See fahren. Was? Wuppies! Oh, die sind aber süß. Noch. Die sehen aus wie Hyänen. Ja. Okay, und schon haben sie mich attackiert. Der hat mich jetzt angefallen, aber das ist nicht so schlimm. Der mag das halt nicht, wenn man auf ihn schießt. Ich kann das nachvollziehen. Und kaum tauchen Tiere auf, kommt der Bubu angelatscht. Nein, Bubu, auf dich schießen wir nicht. Nein. Oh Gott, Hund hoch. Oh, oh. Das ist aber mehr so ein... Weiß ich auch nicht. Bubu? Guck mal, jetzt ist es nicht mehr so süß, oder? Mit so einem gekalten Schädel. Ich hab doch keine Munition mehr für Maschinengewehr. Supi. Ah, doch, jetzt. Da, guck. Muni auf Bestellung. Warte, nachladen. So, mal gut. Was war jetzt das? Da war eine Sprengladung am Zug. Ach so. So, Hunde von rechts und von hinten. Ja, oh ja, vor allem von hinten. Böser Hund, mach deinen Kopf zu, danke. Und du da hinten auch. Oh,
Der Kopf zu. Wie viel halten die Viecher aus? Dann, wenn ich Munition brauche, bekomme ich sie. Finde ich schön. Eine falsche Waffe nachgeladen. Okay. Komm. Mach gleich Palumbo. Ah, verdammt. Willst du das jetzt unbedingt machen? Anscheinend noch nicht. Anscheinend nicht. Komm mal hier zu nichts. Ach, macht nichts. Ich stehe einfach nur hier. Du bist die Dekoration. Ja, ich bin die Galionsfigur hier. Wollt man durch Holz schießen? Nein, geht nicht. Schade. Aber voll auf Kopf. Durch Holz schießen. Wer schießt da auf mich? Ich war's, ne? Oh, das Viech ist ausgewichen. Du Viech bist ganz schön uncool. Nein, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Nein, 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 nicht nachladen, nicht nachladen. Boah. Meine. Okay, alles gut. Ach, müssen wir hier gar nicht hin? Ich habe nur Munition und einen Schatz geholt. Also so. Ach, was auch sonst. Nein, falsch Richtung. Ja. Dankeschön. Mach, glaube ich, echt mal die Karte an hier. Wäre auch nicht schlecht. Bin ich dir im Weg? Jo. Jetzt nicht mehr. Und jetzt. Was lag noch? Maschine wieder Munition. Ich krieg Munition und du nicht. Okay, jetzt wieder. Und bist du noch da oben? Ja, wieso bist du runtergesprungen? Ich weiß es nicht. Warte, ich komme mal wieder rum. Und einmal rumgezwickt, wo bist du jetzt? Ja, ich muss doch wieder zu der Leiter. Ach verdammt, die Leiter ist ja da drüben. Ja, eben. Okay. Hör mal auf mich zu zielen, das macht mich nervös. So. Willst du vorgehen oder soll ich vorgehen? Du gehst vor. Okay. Komm aber sofort runter, damit du siehst, was passiert. Okay, das war's schon. Ach so. Ich darf Achterbahn fahren. Yay! Da oben liegt irgendwo Geld. Wo? Oh. 400. Okay, das war jetzt aber nicht wenig. Ab in die Minen. Minen mag ich auch nicht. So, ihr habt euch beschwert, dass es zu hell ist. Jetzt habt ihr mal was Dunkles. Ich habe mich nicht beschwert, aber ich kenne genug Leute, die sich beschweren wegen sowas. Ja, ich kenne auch genug. Das GPS ist nicht verfügbar. Ja, ausmachen. Dankeschön. So, nimmst du die Lampe oder nicht? Nimm du. Ich nehme das Kraut hier. Nein, nehme ich doch nicht. Dann musst du jetzt aber schießen, gell? Was? Hier. Ah, ich kann Kraut nehmen. Na dann komm. Ich mach dir Licht und du musst schießen. Warum hast du mir das jetzt erst gesagt? Ja, warte, ich habe eben nachgeladen. Wie viel Platz habe ich noch? Oh, ich habe noch einen freien Platz. Ja. Ja doch. Dann hole ich mir auch noch das rote Kraut, dann habe ich zwei rot-grün. So. Wo bist denn du? Wo bist du? Hier, hinter dir. Ach da. So, jetzt kommt gleich der erste Gegner. Ich sag dir jetzt hier ausnahmsweise mal die Gegner an. Ja, das finde ich gut. Warte mal. Mal kurz gucken. Nein. Warte. Ach, ich lock ihn her. Die können ja nicht laufen, wenn die ihre Waffe halten. Jetzt. Ja.
Steh wieder, nicht so ein Viecher wieder. Du bist eklig, du bist hässlich. Es lebt noch. Ja, ich weiß. Ich musste nur näher ran, da kommt schon der Nächste. Der steht, warte mal. Ja, doch. Der legt aber immer noch der Wurm. Hau ihn die Rühe weg. Sorry. Okay, Musik ist aus. Nachladen. Ich hab nicht mehr viel zum Laden. Nimm mal deine Pistole, da oben ist ein Schatz. Warte, was ist denn hier? Da hab ich Maschinengewehrmunition, was soll ich denn damit? I need ammo. Kann die dir nicht geben. Du bist zu weit weg. Ach so. Du kannst aber auch ausrüsten und dann kannst du mir hinlaufen, dann gibst du Kreis. So, da oben, Pistole. Wo? Warte. Bis oben, was, dieser weiße Punkt da, auf dem Holz. Da? Ah! Ja, mit Sniper kannst du es auch machen. Nein, das wollte ich gar nicht. Wo ist denn meine Pistole? Das wollte ich nicht. Sehe ich dich gar nicht mehr. Aber du bist für mich durchsichtig geworden. Mit einem Schuss. Und wir haben uns zusammengebückt. Schön. Oh Gott, da steht noch. Oh Gott, bin ich jetzt auch die Heilige. Warte doch. Komm, du die Lampe. Oh, zweimal Maschinengewehr auch, das finde ich jetzt aber großzügig, Leute. Warte, ach so, hast du jetzt beide aufgesammelt? Ja, sieht so aus. Gewehrmunition wäre jetzt mal schlecht, nicht schlecht. Habe ich die jetzt? Ja, die hast du gerade genommen. Du hast 15. Für Schrott, für Gewehr. Nicht für Schrottgewehr. Blendgranaten, die will ich haben. Ja, nimm die, Dudi. Dann nimm du aber das Kraut. Wo ist das denn? Das hast du jetzt rechts oben, das Kraut. Ich hab's dir gegeben. Ach so. Licht. Ich seh nichts. Licht, Kamera, Action. Schon. Ach so, jetzt können wir erstmal durchfahren. Wenn du das sagst. So, da drüben rechts oben. Ich sehe meinen Laserpunkt nicht. Siehst du's? Ja. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Warte. Nicht weiterlaufen, bitte warten. Nicht in den Tod stürzen. Ja, Jungs, kommt raus. Komm, sterb doch mal. Stirb! Ja, das ist lustig. Warte. Jetzt musst du blind. Puh, aber die sind auch nicht so lustig. Na, supi. Na toll. Boah. Jetzt habe ich Schrotgewehr-Munition für dich. Ja, danke schön. Ja, und dort kein Platz. Nicht? Nope. Warte. Ach egal, ich gib's dir dann. Soll ich uns besprühen? Ja, kannst machen. Komm mal her. Von da. Okay, Jan habe ich jetzt. So, warte, jetzt kann ich auch gleich mal... nachladen und die Lampe nehmen. Okay. Nachgeladen hast du aber nicht. Wohl. Im Inventar. Guck auf deine Pistole. Ja, die habe ich nicht nachgeladen. Achso, okay. Ich habe gedacht, du lädst jetzt Pistole noch. Nein. Habe ich die aus Versehen angeklickt. Ah, ja. Ah, ich krieg den nicht. Ich muss jetzt sterben. Komm mal her. Die hätte ich jetzt gebraucht. Entschuldigung. Mach nichts. Hier liegt noch ein Teil. So.
da drin? Okay. So, Leute, jetzt habt ihr euer Dunkellevel. Warte. Ich mag gern wieder rausgehen. Wir sind sowieso gleich draußen. Warte, kommt noch kurz nachladen. So. Nicht hier hinten den Kram holen? Ich sehe dich gar nicht. Ich weiß. Ach da. Ich bin hier hinten und hol hier Gedöns. Gold. Und ich versuche. Ah doch, ich kann im Dunkeln was sehen. Ich kann aber auch einfach nur die Helligkeit höher stellen, dann sehe ich auch. Wo bist du denn? Hier hinten bei den Kisten. Da ist eine Schlange drin, wetten. Autsch. Ja. Schlange. Wo bist du? Direkt neben dir. Ich leuchte dich gerade an. Ja, wo ist denn die Schlange? Jetzt lass die Schlange doch Schlange sein. Nein, ich will ihr Ei haben. Aber guck mal, wie hübsch die ist. Jetzt ist sie weg. Ja, wo ist sie denn? Die hat sich gerade aufgelöst. Die löst sich nicht auf. Das ist keine Zombie-Schlange. Nein, nicht so. Die war einfach irgendwann auf einmal nicht mehr zu sehen. Dann ist sie... Jetzt sehe ich mein... Ich ziehe gerade voll in mein Bein. Oh Gott, jetzt sehe ich gar nicht. Die ist weg jetzt, lass es gehen. Okay, okay. Aber den einen Schatz möchte ich trotzdem. Okay, was ist jetzt? Und hier war doch auch eine Kiste. Nö, Fass ist weg. Na gut. Da habe ich gerade Kram geholt, da war aber kein Fass mehr. Vielleicht hast du es kaputt geschossen. Oh, ein Schädel. Rollt der, wenn ich drüber laufe? Nö. Na doch. So. Ja, oh, der kullert. Komm ja schon. Warte mal. Jetzt hat er gekullert. Hier in der Kiste ein Diamant. Oh, war. Vorsicht, Schlange. Ja, ich sag's doch. Ja, war zu spät. So, jetzt hab ich mein Ei gekriegt. So. Ja, fein. Schlurf. Jetzt hab ich das Ei weggeschlurft. So. Okay, ich seh nichts. So. So, du kannst die Lampe jetzt absetzen. Ja? Jo. So, dann kann ich ja hier mal eben nachladen. Nein, nicht mitnehmen. Ablegen. Go! Kann ich dir helfen? Du musst durchgehen. Komm. Und jetzt da hinten ist irgendwo eine Kurbel. Und zu mir kommen jetzt die Gegner, nicht zu dir, also keine Angst. Wo ist die Kurbel? Irgendwo da hinten ist die Kurbel bei diesem riesen Pfahl in der Mitte da. Ja, ich sehe. Bitte schnell kurbeln. Ich nehme dir sogar dafür die Munition mit. Achso, ich muss gedrückt halten. Nein, musst du nicht. Einfach nur drücken und dann mit dem Ding an der Luxi drehen. Wie das gerade bei dir geratet hat. Okay, jetzt komm zu mir. Ich bin durch. Du kannst das Ordner auch gedrückt halten, da läufst du nämlich genau mir hinterher. Genau mir hinterher. Noch dann. Nicht, weil noch ist es nicht verfügbar. Und doch, das Orten kannst du jederzeit so. Machen. Dann siehst du mal, um nicht okay. Blinken, bloß du siehst halt nicht auf der Karte nicht. Hör mal, wir haben jetzt gerade einen Kontrollpunkt und wir sind bei 19 Minuten. Wir müssen mal langsam Schluss machen. Kontrollpunkt war hier? Ja, okay. Ja, stand da gerade unten. Ja, okay, dann können wir Schluss machen. Ja. Ich hoffe, das war jetzt allen Leuten dunkel genug und ich bin sehr froh, dass wir wieder im Sonnenschein sind. Ja, das bin ich auch. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder.